Genau. Ja, spiel damit schön. Du, Maja, ich werde mal gerade den Müll rausbringen. Kannst du kurz auf Charlotte aufpassen? Och, Maja. Nur mal kurz. Nein! Was ist denn los? Maja. Nein! Nur ganz kurz hier mal aufpassen. Maja! Maja! Maja, was hast du denn? Oh, Maja! Maja! Schatz, was ist los? Schatzi! Maja, was hast du? Schatzi! Ich mache mir schreckliche Sorgen um Maja. Sie ist in letzter Zeit total wütend. Sie zerstört ihre eigenen Sachen. Ich kann es mir auch einfach nicht mehr erklären. Also ich versuche, zu ihr durchzudringen, aber ich schaffe es nicht. Und deshalb habe ich mir jetzt auch Hilfe geholt. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Über Majas Kinderärztin hat die zweifache Mutter Kontakt zu Sozialarbeiter Johannes Tondera bekommen. Schon kurz nach dem Telefonat macht sich der Familienhelfer auf zum Haus der Steckers, um herauszufinden, warum sich die Neunjährige in letzter Zeit so aggressiv verhält. Okay, Sie hatten telefoniert, ja, ne? Ja, ja, schön, dass das da so schnell ging auch. Kommen Sie Mama, ruhig rein. Kann ich umspielen gehen? Ja, ja, klar, kannst du machen. Okay, so, dann unterhalten wir uns beide erstmal, ne? Genau, ich würde sagen, wir gehen einmal durch ins Wohnzimmer. Okay. Kommen Sie ruhig mit. Als ich dann ankam, hat mich die Frau Stöcker ganz normal begrüßt. Die Maja war sichtlich nervös und entzog sich dieser Situation auch relativ schnell, ging die Treppe rauf in ihr Zimmer. War für mich jetzt erstmal die Gelegenheit, mit der Mutter alleine zu sprechen. Ja, es ist eigentlich das Problem mit der Maja, das war gerade auch schon wieder ganz extrem, dass die hat so Wutausbrüche in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, sie ist so aggressiv. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Also sie war eigentlich immer so ein liebes Kind und irgendwie in letzter Zeit. Okay, also Sie sagen in letzter Zeit, das heißt, wie lange ist das jetzt schon so? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen? Stimmt, schon so zwei, drei Monate. Ach, so lange schon? Gerade immer im Kontakt mit der Charlotte. Also früher waren die echt immer ein Herz und eine Seele und jetzt mittlerweile. Okay, dann rastet sie regelrecht aus, wenn sie nur in ihre Nähe kommt. Hallo Charlotte. Oft ist es so, dass in Kindern Sachen brodeln, von denen Erwachsene überhaupt keine Ahnung haben. Und um das auszudrücken, kann es durchaus schon mal vorkommen, dass Kinder auch zerstören, kaputt machen und aggressiv werden, weil da einfach irgendwo ein Ventil sein muss. Und in diesem Fall oder in den Fällen ist das Ventil dann halt nicht die Kommunikation. Meistens ist es ja so, wenn sich sein Verhalten so extrem ändert, dann hat auch irgendeine Veränderung stattgefunden. Das heißt, da kommt natürlich meine nächste Frage. Gab es denn irgendwas Besonderes? Ist was passiert? Also es gab schon halt so vor zwei Monaten, da war die Kleine krank. Und da haben mein Mann und ich uns halt wirklich ausgiebig mit ihr beschäftigt. Kann sein, dass sie irgendwie wütend ist. Ich meine, sie war jetzt viele Jahre lang alleine. Es stellte sich heraus, dass Maja eine Schwester hat, die kleine Charlotte, die relativ neu in der Familie ist. Und da war mein erster Gedanke, ob da vielleicht Eifersucht im Spiel ist. Die Mutter konnte es mir weder bestätigen, noch konnte sie es abstreiten. Also das war auf jeden Fall eine Fährte, der ich mal nachgehen wollte. Um zu erfahren, wie die Grundschülerin wirklich zu ihrer kleinen Schwester steht und ob Eifersucht ihre heftigen Ausraste auslöst, will Johannes Tondera zunächst alleine mit Maja sprechen. Allerdings hätte der Sozialarbeiter sich etwas mehr Kooperation erhofft. Hallo Maja, ich wollte dich mal besuchen kommen. Und zwar haben wir uns ja gerade nur kurz an der Treppe gesehen. Und ich wollte ja mal einmal wissen, wie es bei dir hier so im Zimmer aussieht und wie du so wohnst, ne? Und deine Mama hat mir auch gerade schon ein bisschen was erzählt. So. Und die hat mir auch erzählt, dass du manchmal ganz schön wütend bist. Und das sieht man ja auch hier so im Zimmer, ne? Hast du denn Lust, mit mir mal darüber zu sprechen? Eher nicht. Naja, gut, aber so ganz umsonst möchte ich jetzt auch nicht hier hingekommen sein. Vielleicht helfe ich dir ein bisschen beim Aufräumen. Ich vermute mal, hier kommen die ganzen Klötze rein. Kann das sein? Ich fange einfach mal an. Maja wollte ja oben in ihrem Zimmer mit mir erstmal gar nicht reden. Und erfahrungsgemäß ist es immer einfacher, ins Gespräch zu kommen, wenn man einer Aktivität nachgeht. Was bot sich da besser an, als das Zimmer aufzuräumen? Ich hatte dann damit angefangen. Und man merkte ja schnell, dass Maja dann interessiert war und dann direkt mitgeholfen hat und dann auch ins Gespräch kam. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, ne? Ich wollte nämlich eigentlich, ich habe gerade gesehen, du hast hier ein Poster auch kaputt gemacht. Ich habe gesehen, da vorne liegt Tesafilm. Wolltest du mir das mal holen? Können wir das ja vielleicht wieder heile machen, ne? Warte mal, wie war das denn? So. Da
Da fehlt aber noch ein Stück, ne? Sag mal, was ist denn dein Lieblingsspielzeug hier im Zimmer? Ich mag Puppenhaus sehr gerne. Oh, da müssen wir es gleich auch noch reparieren, okay? Und was magst du noch so? Ich spiele auch gern mit den Klötzen und mit meinen Kuscheltieren. Dann ist ja eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, ne, hast du ja eigentlich eher das kaputt gemacht, was du ganz gerne hast, ne? Die Klötze und das Puppenhaus. In Anbetracht dessen, dass Maya eigentlich nur ihre eigenen Sachen kaputt gemacht hat und nicht nur ihre eigenen, sondern auch ihre eigenen Lieblingssachen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es mit der Schwester doch weniger zu tun hat. Besonders alarmierend ist, dass Maya offenbar versucht, sich mit den Wutanfällen selbst zu bestrafen. Zwar schließt Johannes Tondera Eifersucht als Grund aus, aber auffällig ist weiterhin, dass die Ausbrüche der Neunjährigen erst angefangen haben, nachdem ihre jüngere Schwester Teil der Familie wurde. Der Sozialarbeiter konfrontiert die Grundschülerin daher offen mit seinen Ansichten. Ich habe eigentlich gedacht, dass du auf deine Schwester eifersüchtig bist, ne? Ja, ich bin nicht eifersüchtig auf meine Schwester. Ja. Also wenn du nicht eifersüchtig bist auf deine Schwester, ne, dann könntest du doch jetzt eigentlich mal zu deiner Schwester in den Laufstall gehen. Machst du das? Maya, war das jetzt keine Info? Oh, jetzt. Jetzt aber Maya. Maya? Maya. Komm, lass das bitte. Maya, ich möchte ja nichts Böses von dir. Ne? Ich wollte ja nur mal ausprobieren, wie du dich so mit deiner Schwester verstehst. Ne? Die Reaktion von Maya war ja sehr, sehr extrem. Sie hatte ja offensichtlich Angst vor irgendwas, rannte dann auch sofort weg, weit weg von diesem Laufstall. Eifersucht war tatsächlich nicht das Thema. Und mein Gedanke war, dass in dieser Familienkonstellation jetzt irgendwas schief ist und dass unterschiedliche Rollen verteilt sind, die vielleicht auch gar nicht passen. Das war mein Empfinden. Deshalb habe ich mit der Maya dieses kleine Spiel gespielt. Da lagen ja diese Tiere von dem Bauernhof und jedes Familienmitglied sollte ein Tier sein. Ich würde den Hund für Mama nehmen, weil Mama passt immer auf uns auf und ist immer für uns da. Mhm. Für Charlotte würde ich ein kleines Entlein nehmen, weil sie ist noch ganz klein und noch so hilflos und wir müssen auch noch gut auf sie aufpassen. Und ich... Das bist du. Das Schaf aber vorher weiß, jetzt ist er schwarz. Warum hast du das denn gemacht? Maya war ja dann nicht nur das Schaf in ihrer Welt und in diesem Spiel, sondern sie hat es auch tatsächlich noch schwarz angemalt, also das schwarze Schaf. Ich glaube, eine schlimmere Rolle kann man in der Familie ja gar nicht haben. Vielleicht hat sie diese Rolle nicht, aber sie wird sich auf jeden Fall so fühlen. Und das ist wirklich dramatisch. Aber wie kommst du denn da drauf? Ich habe ja auch gerade schon... gesehen, dass als du zu deiner Schwester in den Laufstall solltest, das war für dich total schwierig, ne? Also es, irgendwas muss ja dahinter stecken, dass dir gerade diese Art nicht zusagt, ne? Dass Maya ein Geheimnis hat, das war jetzt mittlerweile klar. Es gab irgendwas, über das sie nicht sprechen konnte, aber auch erstmal nicht mit uns. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn man als Erwachsener auch selber auch mal was gesteht und selber mal ein Geheimnis erzählt. Und ich habe selber von mir auch was erzählt. Und in diesem Flow hat Maya dann auch ihre Geschichte erzählt, die ziemlich überraschend war. Als ich auf Charlotte aufgepasst habe, bin ich auf die Toilette gegangen. Und dann bin ich wiedergekommen und dann hat sie sich den Kopf angestoßen. Und jetzt habe ich Angst, dass das wieder passiert. Mein Engelchen. Das ist das Problem. Und wovor hast du dann Angst, dass die Mama jetzt böse auf dich ist? Und dass er Charlotte... Ich will alle nicht enttäuschen. Du enttäuschst mich doch nicht. Sind sie böse auf ihre Tochter, weil sowas passiert ist? Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin so froh, dass ich immer weiß, wenn ich dich brauche, dass du da bist. Und es ist ja auch nichts passiert. Das war Mayas Geheimnis. Normalerweise würden wir jetzt sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, das kann mal passieren. Aber wenn man über die ganze Zeit so ein Geheimnis mit sich trägt und das immer mitschwingt, dann kann einen sowas natürlich auch aggressiv machen und auch zur Verzweiflung bringen. Ich glaube, dass du auch jetzt weißt, wenn mal irgendwie so eine Situation ist, ne, wenn sowas mal passiert, dann kann man das auch ruhig erzählen. Und dann ist man auch kein schwarzes Schaf mehr, sondern vielleicht dann auch wieder ein weißes Schaf, nur weil man darüber gesprochen hat. Ne?
Johannes Tondera hat Familie Stecker noch einige Male besucht und mitgeholfen, Mayas Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Die Neunjährige hat jetzt keine Wutanfälle mehr, sondern ist ein genauso fröhliches Kind wie früher. Und sie spielt wieder oft und gern mit Schwesterchen Charlotte.